gerade angefangen hat, muss ich dann alles mal gucken. Also bisher habe ich die Aufnahme noch nicht verwurstet. Ich habe erstmal einen ganzen Tag damit beschäftigt, Minecraft-Probleme zu lösen, weil aus irgendeinem Grund mein Minecraft-Spiel andauernd abschmieren wollte. So, da. Da. Und da. Dann haben wir alle. Dann geht's wieder zurück. Ach ja. Bewegen Sie sich bitte etwas schneller. Na los. Aber ich habe ein volles Inventar. Fällt mir gerade so auf. So ein komplett volles. Muss ich noch mal gucken, was ich loswerden kann. Irgendein Händler wird es da drin ja geben. Bei den Goblins sowieso. Oder ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Goblins waren doch eigentlich immer so als geldgeile Säcke dargestellt, oder? Oder nicht? So, dann gucke ich mal. Was bist du? Wirst für Kochen benötigt. Das ist Müll. Das ist Müll. Das nehme ich mal nicht mit. Das macht viel zu viel Beweglichkeit weg. Das nimmt mir auch 10 Beweglichkeit weg. Nicht so toll. Das ist ganz schlecht. Das ist Müll. Riesenei wird für Kochen benötigt. Mal, was war das? Das war Müll. Feder wird, Flügel wird auch für Kochen benötigt. Kugel des Wassers. Könnte für Lederverarbeitung, aber. Ah ja. Weg damit. Weg damit. So viel Magiestoff. Weg damit. Du auch. Das sowieso. Und das. Und den. Und das Mojo. Den. Das. Erste Hilfekasten. Schmuck. Nee. Streitkolben doof. Was ist das? Würde eigentlich auch für Lederverarbeitung benutzt werden. Das kann sowieso weg. Naja, haben wir immerhin Platz im Inventar, auch wenn es nicht ordentlich ist. So, dann geben wir den Mist ab, nehmen die nächste Quest an und gucken uns hinterher mal an, was das ist. Kann man nicht vorher gucken, nein. Was ist denn das hier? Ach, die nächsten Ausschlachten. Das erinnert mich so an die Jagdquest von Hemingway in der, ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber hier unten in der, na, im Schlingdorntal, genau. Und dann war das Ganze ja nochmal hier in Nagrand. Da waren ja auch nochmal so Hemingway-Jagdquests. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich muss echt sagen, wenn die Scherbenwelt echt so ist, das hat mir bisher noch keiner in den Kommentaren geschrieben. Wenn die Schemwelt echt heute noch so ist, wie sie damals war, als ich zu Burning Crusade und Lich King Zeiten unterwegs war. Wenn die Schemwelt genauso geblieben ist. Ja, nimm mit. Dann freue ich mich richtig drauf, in der Schemwelt zu spielen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch um einiges mehr WoW spielen als jetzt. Weil die Schemwelt, die fand ich damals richtig geil.
Kann natürlich sein, dass sich mein Geschmack mittlerweile verändert hat, ohne dass ich es direkt mitgekriegt habe, aber damals fand ich die Sterbenwelt extrem geil. Und ja, meine Nase wird immer dichter und ich muss auch bald mal wieder eine Aufnahmepause machen, sonst kann ich gar nicht mehr reden. Sonst redest du doch so und das ist nicht schön. Ja, falls ihr es gerade verstanden habt. Wie dem auch sei. Ich guck mal, ob ich die Quest hier noch fertig kriege. Jedenfalls brauchen wir nur 10 von den Viechern. Das lässt sich doch hinkriegen. Zack, 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 zack. Na los, töte das Vieh. So, plündern. Und ausschlachten. Und dann fällt mir gerade ein, gucke ich noch mal, dass ich erstmal den anlocke, den hier rüber hole und dann noch dahin gehe. So. Ah, der eine ist schon wieder abgehauen, scheiße. Habe ich halt nur zwei auf einem Haufen. Ist auch in Ordnung. Tot. Ja, nimm mal mit. So. Dann gehe ich noch mal darüber. Frisst der hier an dem Kadaver rum oder wie? So klappt's besser. Dann klopfen wir noch auf den drauf rum. Ach, jetzt habe ich den einen da drüben nicht ausgeschlachtet und auch nicht geplündert. Warum auch immer. So, 7. Dann ist das Nummer 8. Ich weiß nicht, hatte ich die beiden da drüben ausgeschlachtet? Ja. Den auch. Gut, dann geht's darüber. Ist das Nummer 9? So. So. Zack, Nummer 9 und da drüben. Zack. Na, greif doch einfach an. Warum muss ich den über Befehlen anzugreifen? Kannst du nicht von alleine angreifen? Was bist du denn für ein dummer Worgen? So, Nummer 10 von 10. Dann geht's wieder zurück. I Skorpion. So. Jetzt haben wir 2 Uhr. Naja, ich muss mal gucken, wann ich ins Bett gehe. Ich hoffe um 8 Uhr oder so, 9 Uhr oder vielleicht sogar erst um 10. Weil wegen Nachtschicht und so weiter und so fort. Heute nicht. Ich habe letzte Nacht Nachtschicht gehabt. Und hab ab Mittwochabend noch mal eine ganze Woche Nachtschicht. So, was? Ich gucke mir das nie an. Das da? Einfach nur darüber laufen und mit jemandem reden. Tolle Laufquests. Das Problem ist, die Dinger bringen keine Erfahrung, wenn man da irgendwo nur hingeht und mit jemandem labert. Das kostet nur Zeit ohne Ende, bringt keine Erfahrung und nervt. Deswegen hasse ich solche Laufquests, genau wie wir es heute Nachmittag hatten. Da hat auch jemand in der Gilde geschrieben, er hasst Laufquests und ja, da schließe ich mich voll und ganz an.
Aber ich werde gleich mal in der Gilde. Was? Nee. Wollte ich gerade sagen. Das muss da drüben bei dem Lager sein. Jawohl. Aber ich werde gleich mal in der Gilde fragen, ob jemand weiß, wie das im Moment in der Scherbenwelt aussieht. Aha. Seid vorsichtig. Na ja, gut, 3000, das ist, geht hier noch von der Erfahrung her. Jetzt habe ich hier aber nichts mehr. Ja gut, dann kann ich mal da gucken nach dem Mojo, wenn ich schon hier in der Gegend bin. Lass mich in Ruhe. Das sind die Viecher, die ich töten soll. Die Zombies der Sandblüter. Na, mach hin. So. Zack. 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 Und das war's. Töten. Häuten. Nicht töten. Quatsch, plündern. Häuten kann ich den aber auch. Gut, dann den da. Wie ausweichen? Warum weichst du aus? Bist du doof? Na, töte. So, 2 von 6 Mojo, das geht ja ziemlich schnell. Warum habe ich denn die Quest so vor mir hergeschoben, wenn das so eine einfache Quest ist? Weil ich nicht wusste, was mich hier erwartet. So, da habe ich auch ein dunkles Mojo. Was auch immer Mojo ist. Das Vieh hat mir kein Mojo gegeben, dann gucken wir mal da drüben. Aber irgendwie merke ich jetzt keinen sonderlichen Unterschied mehr zwischen der Laufkatze und der Kampfkatze, also von der Bewegungsgeschwindigkeit her. Muss ich gleich nochmal gucken, aber... Auf jeden Fall sieht die Laufkatze schöner aus. So ein schöner Gepard oder... Ja, ein Gepard soll es, glaube ich, darstellen. Mir fehlen noch 3 Mojo. Gibst du mir 1? Na komm, gib mir Mojo. Gib her. Geht doch. Nee. Krieg ich hier noch? Jawohl, da ist auch noch ein Zombie. So, gibst du mir Mojo? Ja. So, dann gucke ich mal. Naja, doch, es ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Nee. Ist es oder ist es nicht? Doch, minimal schneller, so wie das aussieht. Oder bilde ich mir das ein? Auf jeden Fall ist das hier schneller. Na, bist du weg? Bist du weg? Kommst du? Du bist weg. Sag mal, ist die Scherbenwelt eigentlich noch das, was sie zu BC und Lich King Zeiten war? Ich mag Azeroth jetzt zu Katazeiten. Nämlich nicht. Ist irgendwie doof geworden. Na, ach halt, hier muss ich den nicht abgeben. Wie, was? Ach, mir fehlt noch ein Mojo. Scheiße. Warum sagt mir das denn keiner? Thank you.
Also auch so.